Da das Interview ja für FUPA Mittelbaden ist, haben wir da ein bisschen die Fanbrille für Spielberg auf. SV Spielberg steckt ja gerade in einer sehr schwierigen Situation. Wie würden Sie diese Situation einschätzen oder was können Sie dazu sagen? Ja, immer wieder auch schwierig, dann als Absteiger, ich sag mal, nach diesen euphorisierten zwei Jahren, nach dem Oberliga-Aufstieg und nach diesem Regionalliga-Jahr, was ja auch sehr ordentlich von Spielberg auch gespielt wurde, dann wieder runterzukommen, ist nicht einfach, dann wiederum auch, ich sage es mal, die Erdung zu der Oberliga auch zu finden, weil die Oberliga auch eine gefährliche Liga ist dieses Jahr, da kann wirklich jeder jeden schlagen. Trotzdem sind sie auch entsprechend auch mit gebeutelt, heute auch wieder vorm Spiel haben wir auch nur zwei Verletzungen, kamen auch mit dazu. Das macht es für den Peter nicht einfacher, ja, und das dann auch ein Trainerwechsel ist auch schon mit dabei, bis vor vier Wochen ja mit dazugekommen ist. Beruhigt die Situation insgesamt nicht. Ich denke aber, der Peter wird das dann sicherlich dann auch wieder regeln. Und nochmal, dass Spielberg diese Qualität und diese Mentalität hat, in dieser Liga zu spielen und auch die Klasse zu halten, so wie sie jetzt gerade auch mit stehen, haben sie jetzt zweite Halbzeit auch mit bewiesen. Deswegen nochmal, weiß ich um die Schwere der Aufgabe, die heute mit auf uns zukam. Umso schöner, dass wir diese Aufgabe auch so angenommen haben. Und wenn, denke ich, Spielberg dann auch so vor allem diese 30 Minuten nach der Halbzeit auch mit weitermacht, gehe ich mal davon aus, dass sie die Klasse auch mithalten wird. Kurze Abschlussfrage. Natürlich fehlen Ihnen viele Informationen, aber was würden Sie intuitiv als Trainer von Spielberg verändern? Ach nein, das ist eine freche Frage. Die beantworte ich auch nicht, weil ich weiß, dass der Peter die richtigen Schlüsse auch mitziehen wird, um dann den Karren wieder aus dem Dreck zu ziehen und auch die erfolgreichen Zeiten wieder einzuleiten. Heitel, ich danke Ihnen vielmals für das Interview und wünsche Ihnen noch viel Erfolg. Dankeschön. Schönes Wochenende.